Als ihr Maskopi verlasst, hat der Nieselregen endlich aufgehört und der Himmel ist ein wenig aufgeklärt. Ihr fahrt die Straße zurück, die ihr gekommen seid, bis Appleford zwischen den grünen Hügeln auftaucht. Am Stadtrand kommt ihr am Krankenhaus von Appleford vorbei, das im Vergleich zum Rest ein sehr neues Gebäude ist. Die Hauptstraße führt zwischen alten Backsteinhäusern bis zum Marktplatz, wo sich das zentrale Leben von Appleford versammelt hat. Ihr seht mehrere Geschäfte, ihr seht ein Museum, das einzige Pub, The Golden Ram, ein Rathaus und ein paar Menschen, die auch jetzt hier, wo es nicht mehr regnet, ein paar Besorgungen nachgehen. Dann sehen wir uns mal genau im Krankenhaus und fragen, wie es dem alten Girton geht. Ihr wollt alle zuerst das Krankenhaus ansteuern. Oh ja. Ja, das Krankenhaus liegt, wie gesagt, am Rande der Stadt und ist eins der neuesten Gebäude in dieser Stadt, eigentlich Dorf, ein bisschen größeres Dorf. Ihr parkt davor, verlasst den Wagen und eine doppelflügige Glastür führt in den Empfangsraum. Und hinter dem Empfangstresen sitzt ein Mann, der euch gelangweilt ansieht. Und ihr seht auch, der komplette Empfangsraum ist leer. Also hier ist im Moment niemand, keine großartigen Notfälle, keine Patienten. Und er hat sich wohl darauf eingestellt, dass er eine sehr, sehr ruhige Schicht hier verliebt. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin Charles Lawson von Oxford Police. Ich zeige meine Marke her. Oh. Ich suche einen Gilbert Girton. Guten Tag, Inspektor. Girton, lassen Sie mich nachsehen. Er durchkramt ein paar Akten. Ja, das ist schon seit zwei Wochen ist er hier, Mr. Girton. Er wurde von einem Fahrrad überfahren, lese ich hier. Sein linker Arm ist an zwei Stellen gebrochen. Der Bürgermeister hat uns mitgeteilt, dass der Mann allein lebt, also behalten wir ihn hier, bis er sich erholt hat. Abgesehen davon ist er im Moment in keinem psychisch stabilen Zustand, was den Ärzten ein wenig Sorge bereitet. Deshalb sollten sie ihn nicht zu lange aufregen oder ermüden und ehrlich gesagt nur besuchen, wenn es wirklich sein muss. Sir, es muss sein. Sagen Sie, hat sich dieser Girton irgendwie merkwürdig verhalten in seinem Aufwald hier? Nun, was davon haben Sie nicht verstanden? Er befindet sich in keinem psychisch stabilen Zustand. Das dürfte wohl schon länger der Fall sein. Hat er irgendwas Spezielles gesagt? Hat er vor irgendetwas besonders Angst oder so? Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen anders beschreiben soll, Inspektor. Er ist in keinem psychisch stabilen Zustand. Können wir zu ihm? Ja, wie gesagt, wenn es sein muss, können Sie ihn besuchen. Moment, ich werde noch. Und er kramt noch etwas weiter herum und gibt euch dann die Wegbeschreibung. Also er ist im zweiten Stock und beschreibt euch den Weg. Vielen Dank. Aber wir sollten äußerst Vorsicht walten lassen. Wir müssen so viele Informationen aus ihm rausbringen, wie es geht, bevor er... Ja. Ihr geht den Gang entlang, bis ihr zu einer weiteren Tür kommt, hinter der das Treppenhaus ist. Ihr geht das Treppenhaus hinauf, bis in den zweiten Stock, wo Mr. Girton offenbar einquartiert wurde. Nach den Treppen geht ihr dann einen langen Gang entlang, der stark nach Desinfektionsmittel riecht. Die Korridore des Krankenhauses sind alle etwas verwirrend aufgebaut und erst als ihr eine gehetzt wirkende Krankenschwester nochmals nach dem Weg fragt, findet ihr dann das richtige Zimmer und steht vor einer geschlossenen Tür. Ihr öffnet sie und das Zimmer selbst sieht sehr gemütlich aus. Gegenüber der Tür steht ein großes Bett am Fenster, das hinaus in den Garten zeigt. Auf dem Bett sitzt ein bärtiger alter Mann, der sich gehetzt zu euch umdreht, sobald ihr den Raum betretet. Sind Sie meine neuen Ärzte? Kann ich gehen? Ich muss nach Hause. Es gibt wichtige Arbeit zu erledigen. Hören Sie, wichtige Arbeit. Nein, Mr. Girton, ich bin Oxford Police. Oh, Polizei, dann müssen Sie mich herausholen. Sie müssen mich herausholen. Wieso? Wegen den Ratten. Ja, die Ratten. Ich muss die Ratten töten. Die Ratten. Sie müssen getötet werden. Die in der Kirche? Um den Frieden zu wahren. Welchen Frieden? Den Frieden wahren. Mr. Girton. Den müssen wir wahren. Atmen Sie mal tief durch. Die Bäume. Sie müssen gefüttert werden.
Gefüttert mit was? Mit Fleisch! Was sind das für Bäume? Nicht die Bäume. Nein. Er ist es. Die Wälder gehören ihm. Der grüne Mann. Der grüne Mann. Das Porträt über ihrem Kamin. Ja doch. Ja doch, das Porträt. Der grüne Mann. Er ist da. Er war immer da. Sie alle haben vergessen. Sie haben den grünen Mann vergessen. Sie haben vergessen, was zwischen diesen Bäumen lauert. Er ist immer hungrig. Wenn die Bäume nicht gefüttert werden, dann suchen sie selbst nach Nahrung. Sie gehen nach Fleisch. Und sie bewegen sich schnell, wenn sie hungrig sind. Seine Augen werden groß und dann beginnt er wieder dieses Kichern. Bewegen sich schnell, wenn sie hungrig sind. Und sie sind immer hungrig. Göttin, was sollen wir tun? Was müssen wir tun? Es muss einen Rattenfänger geben. Verstehen Sie denn nicht? Niemand hier will verstehen. Es muss immer einen Rattenfänger geben. Und es gab ihn immer. Bis jetzt. Warum Ratten? Weil Ratten das Entbehrliche sind. Ratten können den Bäumen zum Fraß vorgeworfen werden, damit sie nicht gehen, um sich selbst Fleisch zu suchen. Die Kinder, alle Kinder des Ortes, alle Menschen, Spaziergänger, sie würden sie alle fressen. Wie bringen wir die Ratten in den Wald? Was müssen wir tun? Töten! Alle Ratten töten, aufhängen an den Schwänzen in die Bäume, damit sie kommen und sie aussaugen mit ihren langen, spitzen Lianen. Hat der gerade aussaugen gesagt? Die mumifizierten Leichen. Das Leben wurde ausgesaugt von ihnen. Und diese Bäume. Ich bemerkte, wie sie sich bewegten ohne Wind. Sie lauschen. Er lauscht. Der grüne Mann verzeiht nicht. Und er stirbt nicht. Keine Sorge, Curtin, wir werden uns darum kümmern. Wir werden diese Plage aufhalten. Ich habe es versucht. Auch ich habe es versucht, mich darum zu kümmern. Ich habe Chemikalien. So viele davon. Chemikalien. Ja, er beugt sich wieder vor und packt dich. Diesmal lässt er dich nicht mehr los. Verbrennt ihn. Oder füttert ihn. Aber macht es schnell. Sonst gibt es kein Maskubi mehr. Wussten Sie, dass das lateinische Wort für Maus Mus heißt? Muscovy hat eine Geschichte mit Ratten und mit Mäusen. Muscovy hat er noch nie keinen Rattenfänger. Es gab immer einen Rattenfänger und es muss immer einen Rattenfänger geben. Danach sieht er aus dem Fenster und kichert weiter vor sich hin. Ich denke, wir sollten gehen. Dann springt er auf, stößt dich zur Seite, rennt an euch vorbei zur Tür. Laut lachend stößt er sich auf, rennt in den Flur und er hört ihn schreien. Es muss immer einen Rattenfänger geben. Einen Rattenfänger. Bringt mir Eimer, Chemikalien, Ratten, Fallen. Ich brauche Ratten. Ihr seht, wie das medizinische Personal herbeieilt, um ihn an der Flucht zu hindern. Der alte Mann wird zurück in sein Zimmer gebracht, wobei er sich wehrt, fluchend und kratzend wehrt. Und es kommen sehr schnell auch Ärzte herbei und buxieren ihn ins Zimmer. Und ja, wir gehen in den Haus. Einer davon hat dann eine Beruhigungsspritze, die er mit einer Hand und im Mund aufzieht, während er ihn hält. Und ein anderer wendet sich nur an euch. Also, Sie müssen jetzt gehen, der Mann ist in keinem stabilen Zustand. Das sehen wir, ja. Und ihr werdet hinausbuxiert, die Tür wird geschlossen und ihr seht noch drinnen, wie sie dem alten Mann eine Spritze verabreichen und sein Schreien begleitet euch den ganzen Gang, bis ihr bei der Treppe seid, bis es leiser wird. In keinem stabilen Zustand nennen sie das. Völlig verrückt ist er. Ist er wirklich verrückt? Ich meine, alle Zeichen sprechen doch dafür. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber wenn ich mir jemanden vorstelle, der wahnsinnig ist, dann würde das dazu passen. Es passt zusammen. Das, was er erzählt hat, und er kann es nicht wissen, und die fünf... Das passt zusammen. Bäume, die Menschen fressen, sowas gibt es doch nur in Fantasiebüchern. Wie erklären Sie sich das sonst? Woher soll ich das wissen? Vielleicht irgendeine Chemikalie, ein verrückter Mörder, der... Ich weiß es doch auch nicht, Sie sind doch hier die Polizei. Jede Sage hat ein Fünkchen Wahrheit. Vielleicht ist das der Funken, den wir suchen.
Sie glauben wirklich, dort gibt es monströse Bäume, die Menschen umbringen? Bäume? Vielleicht nicht Bäume, aber vielleicht etwas anderes, Lebendiges. Etwas, was wie Bäume aussieht vielleicht. Er hat die Geschichte von Maskobi erwähnt. Wenn wir nicht seinem Wort Glauben schenken, vielleicht gibt es mehr, das seine Aussage bestätigt. Im Museum vielleicht gibt es Aufzeichnungen zu dem Ort. Vielleicht. Dann verlasst ihr das Krankenhaus, setzt euch in den Wagen und fahrt wieder ins Dorfinnere. Und ihr seht, Museum und Bibliothek sind im selben Gebäude untergebracht. Ihr könnt euren Wagen wieder parken, steigt aus, geht hinein. Im Inneren führt eine breite Steintreppe hoch zur Bibliothek, während unten im Erdgeschoss eine verschlossene Tür die Aufschrift Museum trägt. An dieser Museumstür hängt ein Schild, auf dem steht, den Schlüssel erhalten Sie in der Bibliothek. Ich denke, wir könnten hier nachfragen, ob es hier eine Chronik von Maskobi gibt. Ja. Gehen wir zum Bibliothekar. Ja, am oberen Ende der Treppe, nahe dem Eingang zur Bibliothek, sitzt der Bibliothekar, der eine Frau ist. Eine ältere Frau mit stahlgrauen Augen, die Haare zurückgebunden, und sie lächelt euch freundlich entgegen. Willkommen in der Ebbelford Bibliothek. Kann ich etwas für Sie tun? Guten Tag, mein Inspektor. Oxford Police. Marken. Guten Tag. Könnten wir den Schlüssel zum Museum haben? Oh, selbstverständlich, Inspektor. Und sie kramt etwas herum und händigt ihn dir dann aus. Gibt hier, bitte sehr. In der Bibliothek eine, danke, Chronik von Maskobi? Oh, nein, wir haben keine Chroniken, nein. Maskobi soll ein schöner Ort für Touristen sein, hauptsächlich von denen besucht. Also, wenn Sie sich in Ihrer Freizeit einem Wanderweg ansehen wollen, dann scheint Maskobi der richtige Ort dafür zu sein. Wir suchen eher nach Geschichten zu dem Dorf, die Geschichte des Dorfes. Oder Sagen und Legenden aus der Gegend. Ich fürchte, da habe ich nichts. Verbirgt sie irgendetwas? Meine Probe Psychologie. 27, schwieriger Erfolg. Es ist nicht, dass sie so direkt, dass sie etwas verbirgt, aber sie will über einige Dinge offenbar nicht sprechen. Scheint angespannt, versucht sich abzuwimmeln. Also irgendetwas bereitet ihr Unbehagen, auch wenn du es nicht so richtig greifen kannst. Du hast nicht den Eindruck, dass sie mutwillig Informationen zurückhält, sondern dass es da einfach eine Sache gibt, über die sie nicht sprechen will. Ich versuche sie ein bisschen dorthin zu lenken, so, hören Sie, Mess, wir sind von der Polizei, wir brauchen jegliche Informationen, die Sie uns anbieten können. Irgendetwas Zwischenmenschliches? Überzeugen. Kannst du dir aussuchen, ja? Ich möchte nicht einschüchtern, aber mal überzeugen. 96. Kann ich das Ganze irgendwie mit meiner netten Erscheinung von 80 irgendwie erleichtern? So vertrauenserweckend und sympathisch. Wenn dir eine Probe auf Erscheinung gelingt, bekommst du einen Bonuswürfel. Oh. Ich habe Erscheinung 80. 77, die brauche ich auch. Kannst du die Probe mit dem Bonuswürfel nochmal wiederholen? Oh. Also komplett in der Probe nochmal? Nein, nur der Bonuswürfel. Nur der Bonuswürfel, okay. Das waren 96. Und der Bonuswürfel ist eine 20, sehr gut. 26, das ist ein normaler Erfolg. Also hören Sie. Polizei, Information. Es gibt einen Rattenfänger in Maskobi. Den gab es dort schon immer, in der Geschichte des Dorfes. Also mit immer meine ich, solange man Geschichte zurückverfolgen kann. Die Geschichte des Dorfes. Dort gibt es eine Kirche und die wurde. Also dort drin gibt es Steine mit lateinischer Inschrift. Diese Kirche wurde aus Gebäuden gebaut, die schon zu römischen Zeiten dort standen. Und solange es Aufzeichnungen gibt, die sich zurückverfolgen lassen, gibt es einen Rattenfänger in Maskobi. Und also es gibt Berichte, dass es eine Beute in den Bäumen aufhängt. Es schüttelt sie förmlich vor Abscheu. Immer wieder werden die Überreste von Touristen entdeckt, die dann meist schnell wieder abreißen. Und dann dieses Gedicht, das er immer wieder aufsagt,
Er hat es versucht, den Kindern in Maskubi beizubringen. Also wir... Welches Gedicht? Naja, es gibt da diesen... Dieses Gedicht, das schon von Ewigkeiten her überliefert ist. Und es gibt so viele Übersetzungen davon und es ist... Die jetzige ist nicht besonders gut, aber es ist... Es handelt von Ratten und... Erzählen Sie es uns. Jegliche Information ist wertvoll. Muss das sein? Es ist... Können wir es irgendwo nachlesen? Naja, also wenn Sie zu George Fletcher gehen im Golden Ram, ich bin mir sicher, dass er es noch weiß. Haben Sie schon einmal von dem grünen Mann gehört? Oh. Nein? Also Sie reden hier mit der Polizei. Ich möchte Sie nur daran erinnern und Sie um Ihre Mithilfe bitten. Also, Sie haben ja den Schlüssel für das Museum. Und sie sagt euch dann die Regalreihen, in denen ihr findet, was über die Kirche hier aufbewahrt wird und was über den grünen Mann hier aufbewahrt wird. Ich habe die Information jetzt natürlich nicht im Kopf, aber ja, dort finden Sie es. Dort können Sie es nachlesen. Haben Sie vielleicht noch irgendwelche Sachbücher für, wie man mit Ratten umgeht oder Lockstoffe für Ratten? Was? Nein, Sie sind hier in der Stadtbibliothek. Ja, und haben Sie keine Sachbücher? Ja, aber nicht über Ratten. Ja, sein können, für Ungeziefer. Gott sei Dank haben wir hier keinen Rattenfänger. Sie brauchen die Ratten nicht anlocken, Sie müssen einfach zurück in die Kirche gehen, wenn Sie Ratten einsammeln wollen. Also ich denke, vielen Dank für Ihre Mithilfe. Wir gehen in die ins Museum. Ihr geht hinunter und ja, ihr seht sie sichtlich vor, euch loszuwerden. Und ja, der Schlüssel passt, ihr öffnet die Museumstür und steht dann in nur einem einzigen Raum, allerdings einen wirklich, wirklich, wirklich großen Raum, in dem alte Tontöpfe ausgestellt sind, Scherben, Steinwerkzeug, Steinfragmente mit Teilen von römischen Inschriften. Offenbar gab es hier auch Ausgrabungen, wo einfach nach römischen Relikten gesucht wurde, die öfter mal gefunden wurden in der Gegend. Und all das germanisches Zeugs ist hier nicht wirklich geordnet, sondern kreuz und quer, was halt gefunden wurde. Und so wie man glaubt, es klassifizieren zu können, ist es ausgestellt mit ein bisschen Geschichte dazu. Und es wird halt darauf hingewiesen, dass die Funde größtenteils in der Umgebung von Maskubi, Appleford und der Gegend dazwischen gemacht wurden. Es ist hier sehr viel gefunden worden. Es weist sehr darauf hin, dass das Dorf Maskubi eine Geschichte hat, die wahrscheinlich bis in die Antike zurückreicht, ja. Dann suchen wir mal in den Regalreihen, die uns die Dame gesagt hat. Also, ihr findet etwas über die Kirche. Ihr könnt nachlesen, dass die Kirche St. Gertrude heißt und schon so lang in Moskau besteht, dass niemand genau sagen kann, wann sie erbaut wurde. Es gibt viele angelsächsische Einflüsse im Gebäude, was bedeutet, dass sie im 6. oder 7. Jahrhundert erbaut wurde. Allerdings wurde sie so oft renoviert und restauriert, dass der angelsächsische Einfluss nur noch von Historikern gefunden und bestätigt werden kann und niemand so wirklich sagen kann, wann sie erbaut wurde. Es wird auch davon gesprochen, dass nachweislich Steine aus römischen Bauten verwendet wurden, womit wir wieder in der Antike wären, was noch weiter zurückreicht. Allerdings weiß man nicht, wurden die später gefunden und dann verbaut oder wurde einfach das Gebäude erweitert und war das im Grundfundament irgendwann ein anderes Gebäude. Jedenfalls scheint es schon immer eine Obsession mit Ratten, Mäusen und dem Wald an sich zu geben, so dem Wald als Wesen, als Entität. Aber niemand weiß wirklich, was er damit anfangen soll. Das sind alle Informationen, die wir über diesen grünen Mann... Nein, über die Kirche. Also nur es gibt noch etwas Weiterführendes über diese Darstellung mit Blättern und Ranken geschmückt, die der grüne Mann genannt wird. Auch hier weiß niemand genau, wie es zu diesem Motiv kam, aber es gilt als belegt, dass die größte Verbreitung von diesem Blätterkopf zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert stattfand. Dort sah man ihn am öftesten in Fresken, auch oft in kirchlichen Fresken. Obwohl es Funde gibt, die zweifelsfrei belegen, dass bereits in römischer Zeit Tempel mit dem sogenannten grünen Mann geschmückt wurden.
Offenbar gibt es Gerüchte über Kulte, die sich um dieses Symbol gebildet haben. Und es wird auch die Idee erwähnt, dass da dieses Symbol so alt ist, dass es irgendwann mal eine Bedeutung hatte, die eine komplett andere sein könnte, wie den Fresken zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert, wo wir dann schon im Mittelalter wären, zugeschrieben wurde. Also es könnte hier ein Symbol sein, das einfach durch diese lange Geschichte sehr, sehr verändert wurde in der Bedeutung. Also nichts Handfestes. Lassen Sie uns noch mit George Fletcher reden. Ja, vielleicht hat der noch irgendwelche Hinweise. Er muss viel über Maskeby wissen. Es ist der Besitzer dieses Pubs, richtig? Ja, Golden Ram. Er hatte doch dieses Pub in Maskeby. Ja, The Red Catcher's Arms. Welch passender Name. Ja, fahren wir mal hin. Wir geben den Schlüssel wieder ab. Ja, ihr geht hinaus und ihr seid hier im Zentrum des Dorfes und dort befindet sich auch The Golden Ram, das Pub der Fletchers, und ihr müsst quasi nur über die Straße gehen. Sehr gut. Geht hinein und ihr seht, das Pub ist mit rustikalen Holztischen und einfachen Stühlen möbliert. Die meisten der Tische sind besetzt, Leute trinken Bier, essen, unterhalten sich. Hinter der Theke steht ein junger Mann, der Bestellungen aufnimmt und an die Küche weitergibt. Es ist jetzt Nachmittag. Auf einem Stuhl vor der Theke sitzt ein alter Mann mit einer Pfeife in den Mundwinkeln, er studiert die Zeitung und gibt dem jungen Mann gelegentlich Ratschläge, die dieser genervt zur Kenntnis nimmt und absolut nicht haben will. Willkommen im Golden Ram, was kann ich Ihnen bringen? Dreht sich der junge Mann dann geschäftig zu euch. Guten Tag, Oxford Police, das ist Inspektor Larson. Oh, tut mir leid, das habe ich gar nicht gesehen. Gibt es denn Probleme? George Fletcher. Ja, das ist mein Vater. Hier sitzt er, deutet auf den Mann mit der Pfeife, der sich zu euch umdreht. Mr. Fletcher, können wir mit Ihnen reden? Es geht um Maskeby. Maskeby? Wir wohnen dort nicht mehr, schon seit einem Jahr nicht mehr. Was gibt's denn? Es geht um Mr. Gertine. Oh, ja, der ist im Krankenhaus, so wie ich gehört habe. Es geht um die Ratten. Ah, und ihr seht so ein Glänzen in seinen Augen. Die alten Geschichten, die kann ich Ihnen erzählen. Allerdings wird dabei mein Mund immer so trocken, also wenn Sie die Güte hätten und mir einen Pint bestellen. Ich deute seinem Sohn, dass er einen Pint mal herstellen soll. Er rollt etwas mit den Augen, zapft eins und schiebt es ihr dann zu. Das geht aufs Haus, Sie müssen es nicht bezahlen. Oh. Lassen Sie sich Zeit, fragen Sie ihn aus. Er erzählt gerne alte Geschichten und hat sowieso nichts zu tun. Ja, Mr. Fletcher, wir waren im Wald. Wir haben gesehen, was Gertin da über jahrelang macht. Er nimmt das Pint, trinkt. Haben Sie vielen Dank. Und zieht seinen Stuhl dann etwas zur Seite von der Theke und winkt euch mit sich. Also, dann haben Sie ja gesehen, was er in den Bäumen aufhängt. Was? Warum macht er das? Weil Maskeby schon immer einen Rattenfänger hatte. Und immer jemand dort diese Arbeit erledigen muss. Das ist sozusagen im Familienbesitz, ein Familiengeschäft, wenn ihr so wollt. Sie können uns nicht erzählen, dass irgendwer Ratten im Wald aufhängen muss, weil man das halt so macht. Haben Sie mittlerweile gehört, was die Kinder in den Straßen gesungen haben, als ich noch jung war? Den Reim? Nein, das noch Gedicht? Nicht. Und ich habe eine schlechte Übersetzung für Sie, aber Sie sollten einen Eindruck davon bekommen. Und er räuspert sich. Also der ging ungefähr so. Trippel, trappel, schau die Ratte. Wache Augen, zucken Schwanz. Trippel, trappel, jag die Ratte. Über Hügel, Fluss und Tal. Trippel, trappel, fang die Ratte. Nun am Schwanze aufgeknüpft. Trippel, trappel, alte Ratte. Der Hunger wird gestillt. Trippel, trappel, keine Ratte. Alle Kinder werden schreien. Trippel, trappel, der Schleier fällt, die Bäume kehren zurück. Bei der letzten Zeile bin ich mir sicher, ist eine schlechte Übersetzung, aber ja, Sie begreifen, worum es geht. Sagt Ihnen der Begriff der grüne Mann etwas? Oh ja, das ist dieses Fresko, das in der alten Kirche ist.
Was denken Sie, bedeutet das Gedicht? Hat es eine Bedeutung? Also, ich weiß, dass mein Vater, dem Vater des alten Gertin, nie etwas berechnete, weil er der Rattenfänger in Moskau war. Und ich weiß, dass es auch mein Großvater so hielt. Ich weiß, dass jeder Gertin niemals etwas in der Red Catcher's Arms bezahlen musste. Und ich weiß, dass sie, die Gertins, eine wertvolle Arbeit für das Dorf, für die Gegend leisten, immer leisteten. Und dass dieses Handwerk, die Rattenfängerei, jetzt in Vergessenheit gerät. Der Bürgermeister will ihn nicht mehr hier haben. Sie wollen das ganze Haus reinigen, während er im Krankenhaus ist. In Maskubi wird es bald keinen Rattenfänger mehr geben. Und das ist der Grund, warum auch ich nicht mehr in Maskubi leben werde. Denn irgendetwas lebt in diesen Wäldern. Sie alle haben es vergessen, aber es ist da. Sie können die Bäume sehen, an windstillen Tagen, wie sie sich trotzdem bewegen im Wind. Sie können einen Tag dorthin gehen und eine Markierung an der Baumgrenze setzen, am nächsten Tag nachsehen und werden sehen, dass die Bäume sich bewegt haben, dass die Markierung plötzlich im Wald ist oder ein paar Meter auf der Wiese. Diese Bäume leben. Und in alter Zeit, vor Generationen, wussten die Menschen in Maskubi das noch. Und jetzt machen sie Wanderwege dorthin, schicken Touristen hinein und wissen nicht, dass der einzige Grund, dass sie da wieder rauskommen, Gilbert Gertin ist. Wenn das stimmt, was Sie hier sagen, dann müssen wir etwas tun. Sie müssen vor allem mit Gertin reden und nicht mit mir. Er ist der Rattenfänger. Er allein weiß um die Geheimnisse des Waldes. Er allein kann benennen, was er dort in Schach hält. Der Mann ist über 70. Ja, das bin ich auch. Aber er hat niemanden, der das übernehmen würde. Wenn er stirbt, wer wäre der nächste Rattenfänger? Nun sehen Sie das Problem. Man sollte diesen Wald einfach abbrennen. Und alles, was darin kreucht und fleucht. Wer ist der Bürgermeister von dieser Sage? Viel Glück, wenn Sie ihn davon überzeugen wollen. Verdammt. Wobei, Sie sind immerhin Inspektor, also wenn jemand eine Chance hat, dann vielleicht Sie. Na, vielleicht, aber... Es ist für alle besser, wenn dieser Ort, dieses Dorf und seine Wälder von der Landkarte verschwinden. Mittlerweile glaube ich das auch. Sehr vielen Dank, Mr. Fletcher. Vielen Dank für das Pint. Und er steckt sich wieder seine Pfeife in den Mund. Wir hätten alle Puzzleteile, aber das Bild, das es ergibt, das gefällt mir nicht. Was wollen Sie jetzt tun, Inspektor? Ich wäre noch dafür, dass wir dem Bürgermeister noch einen Besuch abstatten und ihm mal alles berichten, wie das ist. Ich glaube nicht, dass er uns recht viel helfen wird, aber... Lassen Sie uns einfach die Chemikalien über die Bäume kippen und sie anzünden. Die Bäume verlangen nach etwas Lebendem. Und es gibt genug Ratten. Wenn wir sie irgendwie hinlocken können, könnten wir sie vielleicht aufhalten, ohne dass wir den Wald gleich anzünden müssen. Das ist keine Lösung. Das ist eine Lösung. Nein, vielleicht nicht die beste, aber... Es ist nur ein Hinauszögern. Ja, was schon seit Jahrhunderten funktioniert hat. Ja, weil sich immer jemand regelmäßig darum gekümmert hat. Möchten Sie ja einziehen oder neue Rattenfänger werden, Inspektor? Nein, eigentlich nicht. Oder man zündet den Wald einfach an. Ist er noch immer Officer im Mitglieder der Polizei? Also das steht nicht in den Büchern. Ja, das stimmt. Na gut, fahren wir nochmal schnell zum Bürgermeister und sagen, dass er im größten Notfall den Wald anzünden sollte. Maskubi evakuieren sollte. Wir kümmern uns um den Wald. Inspektor, wenn wir dem Bürgermeister berichten, wie stehen wir dann da? Der meldet das vielleicht zurück nach Oxford und wir werden rausgeschmissen, weil er uns für verrückt hält. Aber wir retten Leben. Nur das zählt. Wir retten aber auch Leben, wenn wir den Wald einfach anzünden, ohne dem Bürgermeister Bescheid zu geben. Wenn mein Vater von dem hört, der schmeißt mich raus. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, das stimmt. Na, und so könnten wir Leben retten.
wenn der Plan funktioniert. Wenn wir jetzt zum Bürgermeister gehen und ihm die Geschichte erzählen, wird er uns für verrückt halten, das melden und wir sind unseren Job los. Wenn wir das dem Bürgermeister melden und dann den Wald anzünden, weiß der Bürgermeister, dass wir es waren und wir sind unseren Job los. Und wenn wir den Wald anzünden und sie können uns irgendwas nachbeweisen, sind wir auch unseren Job los. Was sollen sie uns nachweisen? Ah, okay, wenn es hier keine Beweise gibt, dann steht das Wort des Bürgermeisters gegen unseres. Also gibt es auch da keine Beweise. Das dachte ich mir. Los! Ihr geht also hinaus aus The Golden Ram, die Straße hinunter, bis zu dem großen Rathaus von Appleford. Ihr geht hinein und ja, ihr seid halt die Polizei. Daher werdet ihr auch schnell in das Büro des Bürgermeisters geführt. Ich gehe nicht mit rein. Ja, müsst nicht. Also nur Inspektor Lawson. Ja. Ihr wartet in der Gemeinde, im Rathaus, bekommt dort Sitze, wo ihr warten könnt, und Inspektor Lawson geht zum Bürgermeister. Haben Sie den Autoschlüssel zufällig? Nein. Aber nein, wir warten beim Auto. Wir warten beim Auto. Dann geht ihr wieder hinaus, setzt euch in den Wagen. Gut, Inspektor Lawson, du öffnest die Tür in das Büro des Bürgermeisters, der hinter seinem Schreibtisch sitzt und schon etwas nervös wirkt, als er dich anspricht. Ah, Inspektor, ich muss zugeben, ich habe Sie etwas früher erwartet. Haben Sie etwas gefunden? Ja, haben wir. Wo ist das? Die verschwundene Reinigungsteam und das Kamerateam? Sie sind im Wald. Leider alle verstorben. Wir müssen es weitermelden. Wie bitte? Sie verarschen mich doch. Nein, wir haben damit... Wie um Himmels Willen ist das passiert? Das können wir noch nicht mit vollständiger Sicherheit sagen, aber es könnten sich gefährliche Chemikalien da im Spiel handeln. Chemikalien? Ja, wer weiß, mit was für illegalen Zeug die da umhantiert haben. Die Reinigungsfirma? Sie sagen mir, die Reinigungsfirma hat sich selbst mit Chemikalien umgebracht? Naja, der Görtin hat auch einige Chemikalien bei sich im Haus gehabt. Vielleicht hat es da einen Kurzschluss gegeben. Sagen Sie mir ein bisschen was über Görtin. Was können Sie mir sagen? Wie lange ist dieser Görtin schon da? Inspektor, ich bitte Sie, das kann nicht alles sein. Sie sagen mir hier, wir haben 5 Tote? Ja, das stimmt. Ich habe das Reinigungsteam beauftragt. Ja. Und das Kamerateam. Sie können nichts dafür. Er steht auf und geht hinter seinem Schreibtisch auf und ab. Wir werden das auf jeden Fall nachmelden. Inspektor, haben Sie sie gesehen? Ja. An was sind Sie gestorben? Sie sind hier, der Polizist. Um Himmels Willen, geben Sie mir was. Sagen Sie mir, was da passiert ist. Tut mir leid, Sir. Ich habe keine medizinische Ausbildung. Ich weiß nur, dass ich da Leichen gesehen habe. Wurden Sie erschossen? Sind Sie erstickt? Sind Sie ertrunken? Reden Sie! Es sah so aus. Ich kann es mir leider nicht erklären, aber Sie hatten keine offensichtlichen Wunden. Ich gehe von Chemikalien aus, dass Sie irgendwie vergiftet worden sind. Ihre Haut war auf jeden Fall sehr auffällig, verschrumpelt. Von wem denn vergiftet? Tja, das ist eine gute Frage. Sagen Sie, wissen Sie irgendetwas über diesen Görtin, dass er irgendetwas in dem Wald getrieben hat? Ja, natürlich weiß ich das. Was denken Sie, warum habe ich Martins Reinigung beauftragt? Ich habe ihnen nicht gesagt, was sie dort finden. Ich habe ihnen nur jede Menge Geld bezahlt, damit sie nicht wieder abhauen. Ich hatte Angst, dass ich so schnell niemanden finden würde, der diesen Auftrag übernehmen würde, wenn ich ihnen sage, was da tatsächlich los ist. Haben Sie gewusst, was Görtin da oben macht? Er hängt Ratten in den Wäldern auf, ja. Wie schon gesagt, warum denken Sie... Habe ich ein Reinigungsteam dorthin geschickt. Er wurde angefahren von Touristen, weil er mit einem Sack toter Ratten, die er aus der Kirche entwendet hat, durch die Hecken auf den Weg sprang. Und die konnte ich mir ausweichen und haben ihn umgefahren. Wissen Sie auch, warum er das macht? Weil er wahnsinnig ist. Er ist im Krankenhaus. Sie können sich dort davon überzeugen, dass die Diagnose lautet, dass er... nicht bei klarem Verstand ist im Moment. Es gab immer einen Rattenfänger in Maskeby. Das ist so etwas wie eine Tradition. Und er wurde immer von der Gemeinde für seine Arbeit bezahlt. Können Sie sich das vorstellen? Mein Vorgänger noch bezahlte ihn für seine Arbeit. Als ich das Amt übernahm, war Mr. Gertin fast alt genug für den Ruhestand. Also bezahlte ich ihn weiter bis zur Pensionierung. Aber er hörte einfach nicht auf. Er hört nicht auf, dieser Mann. Er fängt weiterhin diese Ratten und hängt ihre toten Körper in die Bäume. Ich habe das dem Krankenhaus mitgeteilt, damit sie seinen geistigen Zustand überprüfen können. Und ja,
Sie haben festgestellt, dass dort wohl etwas nicht so richtig in Ordnung ist. Ich verstehe. Also wollte ich die Gelegenheit nutzen, um die Ratten loszuwerden, bis er wieder entlassen wird. Sagen Sie, sagt Ihnen der Begriff der grüne Mann etwas? Ich habe die schon mal gehört, das ist irgend so eine Art... Ich glaube, die Kirche hat irgend so ein Blättergesicht dort in Maskübi. Verheimlicht etwas? Meine Beruf Psychologie. 3. Extrem Erfolg. Nein, er scheint okay. Mit allen ehrlich zu sein. Haben Sie vielen Dank. Ich wollte Ihnen nur ein Update geben. Was, ja, das ist ein bisschen wenig, Inspektor. Sie sagen mir, 5 Menschen sind tot. Ich muss das melden. Die haben Familie. Ich muss dem weitergehen. Sagen Sie mir, natürlich. Sie müssen mir schon etwas mehr geben. Ansonsten muss ich jetzt auf der Stelle in Ihren Vorgesetzten anrufen und ein weiteres Team anfordern. Ja, ja, natürlich. Das wollte ich auch machen. Das möchte ich. Wir müssen das natürlich weitermachen. Wir müssen Spursicherungen holen. Ich bin kein Gerichtsmediziner, ich kann nur mutmaßen, was da passiert ist. Also 5 Tote und Sie wissen nicht, woran Sie gestorben sind. Ich bin Ermittler, ich hole die Schuldigen ein. Ich bin kein Gerichtsmediziner, der die Leiche untersucht. Das muss ein Spezialist machen. Ich kann hier nur mutmaßen. Danke, Inspektor. Du siehst, wie ein Hörer seines Telefons abnimmt, wählt und dann hörst du ihn sagen: Den Chief Inspector, bitte. Ich werde mich aufmachen mit meinem Team. Und wenn du rausgehst, merkst du, wie er wohl mit der Polizeistelle in Oxford telefoniert, mit dem Chief Inspector, und ihm gerade sagt, dass Inspektor Lawson bei ihm reingeplatzt ist und sagte, es gibt 5 Tote, aber er weiß nicht, woran sie gestorben sind. Und dass das die Wahrheit eine verdammt hässliche Sache ist und dass sofort ein größeres Team hier anrücken muss, das untersucht werden muss und so weiter und so fort. Du kennst das Prozedere, du weißt, du hast ab jetzt, habt ihr nur mehr so viel Zeit, wie die brauchen, um den Weg zu bewältigen von Oxford bis hierher, was etwa 3 Stunden sind. Und währenddessen schmieden wir Pläne, wie wir den Wald anzünden. Ja, ich gehe zurück zum Auto. Es ist ja bekannt, dass er Chemikalien lagert. Wir könnten behaupten, es wäre ein Unfall. Wir verteilen die Chemikalien großzügig am Waldrand, in den Wald hinein, auf der Lichtung. Und dann stecken wir es in Brand. Und räuchern alles aus, was dort drinnen herumkreucht und fleucht. So machen wir es. Und dann seht ihr Inspektor Lawson zurückkommen. Und der Bürgermeister hat überhaupt keine Ahnung und ist es überhaupt keine Hilfe. Ich denke, das liegt alles jetzt in unserer Hand, dass wir diese Sache lösen. Und ich nehme an, er hat das Inspektorat angerufen. Natürlich. Auch unsere Pflicht, dass wir das tun. Aber dieses Problem kann nicht die Polizei mehr lösen. Das müssen wir in unsere eigenen Hände legen. Also, machen wir uns auf Werk. Ja. Wir fahren Richtung Gürtins Hütte. Inspektor, wir haben beschlossen, dass wir den Wald anzünden. Recht viele Optionen haben wir nicht hier. Auch der Bürgermeister wusste nichts von Gürtins illegalen Chemikalien. Also können wir so verfahren? Es wird sicher nicht schwer sein. Haben wir Ihr Wort, das unter uns bleibt? Ich sitze schon im Auto und fahre schon. Natürlich, natürlich, sonst will ich das nicht machen. Ne? Ihr macht euch auf den Rückweg nach Maskopi und irgendwann auf diesem Weg setzt wieder der Nieselregen ein, der Maskopi umfangen hat. Dieser neblige Dunst, der die Stimmung sehr dunkel und düster macht. Es ist noch nicht Abend, die Dunkelheit ist noch nicht angebrochen, aber es ist einfach ein sehr verhangener Himmel immer noch. Und ihr fahrt die Hauptstraße entlang, wieder hinauf auf den Feldweg, der merklich matschiger geworden ist, ist aber kein Problem für die Reifen eures Wagens. Und dann seid ihr wieder bei der Hütte und bei den beiden Vans, die dort stehen. Und als ihr aussteigt und zur Hütte geht, bemerkt ihr unleugbar, dass die Bäume nun direkt an der hinteren Hecke stehen, wo vorher noch so gut 10 Meter waren, bis der Wald begann. Also die Bäume, die Stämme der Bäume streifen jetzt an die hinteren Hecken der Hütte. Also das Absperrband ist... Das ist weg. Und als du hingehst, siehst du, das ist im Wald. Das ist gute 10 Meter im Wald, das Absperrband. Die Bäume bewegen sich tatsächlich. Ich laufe zu diesem Putzwagen. Ich hole mir diese 3 Fläschchen, die nicht beschriftet waren. Okay.
pack mir die ein, hol mir wieder Handschuhe, hol mir wieder einen Anzug. Stimmt, Handschuhe. Handschuhe ich gehe auch im Wagen der Reinigungsfirma. Und Atemmasken. Ja. Ja, und ich suche uns noch mehr Zündhölzer oder Feuerzeuge. Ja, währenddessen gehe ich gleich. Ich gehe nicht mal ins Haus. Ich gehe gleich so um den Innenhof. Ich gehe hinter dir her und dann. Und zu Gördens Lager. Gut, also habt ihr jetzt Constable Kane durchsucht die Küche, hat Streichhölzer, kommt dann durch die Tür in der Küche raus in den Innenhof. Währenddessen habt ihr euch Overalls angezogen. Atemmasken. Habt ihr das alle drei? Die Schutzkleidung der Reinigungsfirma komplett, dass nichts mehr rausguckt außer die Nase. Ja, kann man die Kapuze irgendwie abnehmen? Kann man, ja. Das mache ich denn. Abnehmen. Ich habe nicht vor, dass ich da. Ich denke, wenn wir mit diesen Chemikalien herumhantieren, sollten wir die Masken auflassen. Sie möchten das nicht einatmen. Die Experten sagt es, ich lasse es auf. Also die Nase. Na, das sind dann voll Gesichtsmasken, ja. Also alles ist bedeckt. Die Nase soll nicht rausschauen. Nichts guckt mehr raus, ihr seid komplett bedeckt, alle drei. Und so trefft ihr euch dann im Innenhof. Du von der Küche aus, ihr beide vom Gartentor. Und dann geht ihr zu dem Schuppen mit den Chemikalien. Ihr habt die Tür wieder geschlossen, gleiches Spiel, sie klemmt wieder. Also jedes Mal, man kann sie ziemlich leicht schließen, aber beim Aufgehen muss man sich wirklich dagegen werfen, um sie aufzubekommen. Und steht dann vor diesen ganzen Chemikalienkanistern. Sind es, also gibt es da so Kanister, die man gut in die Hand nehmen kann? Oder ist die Kanister sind, die mit dem heftigen Zeug, sind groß und schwer. Also du kannst einen tragen, musst du mit beiden Händen in die Hand nehmen. Nun, dann lassen sie uns das zum Gartentor tragen und dann nichts wie rein damit in den Wald. Ja, ich nehme auch einen. Wir teilen uns auf, dass wir ein paar Spuren quasi machen und das. Ja, ihr arbeitet in der Zeit, schafft die großen Kanister nach draußen, das dauert etwas, schichtet sie draußen auf. Währenddessen könnt ihr eine Horchenprobe machen, allerdings mit einem Strafwürfel, weil ihr ja komplett die. Hier sind zwei. Komplett maskiert seid mit den Overalls. 73. Ich geb 8 Glück aus und habe einen normalen Erfolg. Es hat wirklich jemand geschafft. Ja, wenn ich nicht Erfolg ausgeben. Ich nicht. Dann hörst du Miss Abigail Hart das Scharren winziger Füße und Geklapper, als würden Krallen auf Fenster scharren. Ich drehe mich zum Haus um. Und dort siehst du überall Ratten. Aus den Fenstern drinnen starren dich kleine gelbe Augen an. Ratten sind überall. Innen hängen sie an den Wänden, offenbar kommen sie vom Dachboden. Draußen klettern sie an der Hausmauer herab. Es sind so, nach kurzer Zeit sind es so viele, wie es in der Kirche waren. Sogar an der Gartentür haben sie sich versammelt, klettern hinauf, starren euch von dort an, kommen durch die Hecken. Die Fassade vom Dach aus ist ein Teppich aus Ratten. Dort oben ist irgendwo ein Loch und dort ergießen sie sich nie enden wollend nach unten und lassen sich in den Garten herabfallen. Sind sie aggressiv oder gucken die nur? Der einzige Weg, den sie offen lassen, ist dieses schmiedeeiserne Tor, das in den Wald hineinführt, durch den Innenhof von der Seite hinein. Im Moment haben sie sich da versammelt, wie in einer Art Halbkreis, den sie euch gebildet haben, stehen dort und starren euch an. Aus gelben kleinen Augen. Im Moment hast das nur du gesehen. Also das ist so leise passiert und muss angefangen haben, seit ihr angefangen habt, die Chemikalien herauszutragen, wo ihr gut eine Viertelstunde beschäftigt wart. Inspektor? Constable? Ah. Ja. Was gibt's? Ich zeig nur so auf die Ratten. Ich frage rein. Stabilitätsprobe? Ja, eine Stabilitätsprobe. 1. Geschafft. Moment, ist das eine 100? Ja. Ja, das ist eine 100. Kolossal schockiert. Geschafft. Jetzt verlierst du 1W6 Punkte Stabilität, wenn du das nicht geschafft hast. 2. Wir haben keinen Anfall von Wahnsinn im Spielverlauf. Beeilung. Was tut ihr? Im Moment gucken wir. Ich fahre und ich bewege mich langsam. Bewegen sie sich auch?
Wo bewegst du dich hin? Ich nehme nur den Kanister und mache mit meiner Tätigkeit weiter, die ich vorher gemacht habe. Ich schlichte die so zum Abtransport durch das Tor. Sobald du nochmal reingehst, bewegen sie sich. Sie kommen auf euch zu. Okay, dann bewege ich mich Richtung Wald. Okay, du läufst nach hinten zum schmiedeeisernen Tor und... Ja. Nimm eine Ding und geh zum... Nimmst einen Kanister, genau. Läufst durch das Tor. Was macht ihr? Ich gucke zu den Ratten. Wir brennen den Wald ab, ja? Wir wollen euch nicht töten. Sie kommen weiter auf euch zu. Okay. Ich nehme auch den Kanister. Nehme einen Kanister und laufe. Jetzt hörst du ein Quieken und sie beginnen zu laufen. Okay. Was ich gern machen würde, ich würde jetzt hier durch das Tor raus den Kanister möglichst reinschmeißen, ein Streichholz hinterher und dann hier rum versuchen, zum Auto zu kommen. Ich laufe auch in den Wald. Ich will nicht in den Wald. Ihr lauft alle drei durch dieses schmiedeeiserne Tor nach hinten. Der einzige Weg, den die Ratten noch offen gelassen haben. Sie sind direkt hinter euch, furios, quietschend und fauchend, scharrend mit den Krallen. Ihr lauft, habt alle einen Kanister, lauft zur Hintertür und könnt dann durch das schmiedeeiserne Tor direkt in den Wald. Ihr stößt es halt auf und steht schon im Wald. Und die Ratten folgen euch. Furios, schnell und wild. Und wenn ihr hier stehen bleiben wollt, um etwas zu tun, bräuchtet ihr dann eine Konstitutionsprobe, um zu sehen, ob ihr schnell genug seid. Wir regeln das jetzt mit einer Konstitutionsprobe, nicht mit den Regeln für Verfolgungsjagd. Ansonsten haben die euch. Es sei denn, ihr wollt einfach von hier rein in den Wald laufen. Das ist euch noch möglich. Ja, dieser Weg ist euch noch offen. Ich würde nur aufschrauben im Laufen. Das würde ich auch gerne machen, dass ich das Zeug so beim Laufen auf den Boden ergießen kann. Geht das mit den schweren Kanistern im Laufen? Da bräuchte ich auch eine Konstitutionsprobe wegen der Schnelligkeit. Nicht geschafft. Okay, ihr haltet kurz inne, schraubt das auf. Ihr seht, die Kanister sind extrem schwer. Ihr müsst das Gewicht mit einer Hand halten. Das zieht euch runter. Ihr werdet langsamer und ihr spürt, wie die ersten Ratten an eure Beine gehen, hinaufklettern an den Hosenbeinen, unten hinein, beißend, kratzend. Ich trete nach denen. Ihr könnt eine Probe auf Ausweichen machen, um sie abzuschütteln. Nicht geschafft. Dann nehmt ihr beide 1W3 Punkte Schaden und spürt die scharfen Bisse und Krallen der Ratten. Du, Inspektor Lawson, bist hinein in den Wald mit dem Kanister. Du hörst einen Aufschrei hinter dir und siehst, wie die beiden direkt kurz vor dem Wald stehen mit ihren Kanistern, in den Kanistern herumwerkeln und Ratten, die ihre Hosenbeine hinaufklettern. Los, kommt! Mit einer Konstitutionsprobe könnt ihr laufen. Ja, extremer Erfolg. Nochmal geschafft. Ihr sprintet los, lasst das Gefummel an den Kanistern hinein in den Wald und sobald ihr die Baumgrenze erreicht, lassen sich die Ratten, die an euch hängen, fallen. Und ihr seht, dieses ganze Heer aus Ratten bleibt abrupt stehen direkt vor dem Wald und ein Meer aus gelben, stechenden Augen blickt euch nach und ihr lauft hinein ein paar Meter in den Wald und seht dann nur mehr, es wird dunkler, seht dann nur mehr das Leuchten dieser gelben Augen. Und dann steht ihr mitten im Wald. Und diesmal müsst ihr etwas weiterlaufen, bis diese grausige Szenerie wieder beginnt. Schrauf auf. Ich schraub auch auf. Also ich renne noch. Inspektor, wie weit wollen Sie doch in den Wald? Was? Da ist dieses Monstrum. Ich möchte zumindest bis zu den Leichen. Bis zu den Leichen? Ja. Das ist schon einige Zeit mittlerweile. Ja. Ihr seht, Inspektor Lawson hält nicht an. Er läuft. Das Knirschen der Rattenkadaver unter seinen Füßen. Er streift irgendeine Ratte, die an den Bäumen hängt, die drauf ihn zuckt und zu Boden fällt. Und ihr folgt ihm? Ja, hinein. Nein, doch nicht weiter in den Wald rein. Ja, ich lauf. Constable Cain folgt ihm unbeirrt. Den Kanister packend und dann findest du dich, Abigail Hart, du bist langsamer und findest dich dazwischen, hinter dir das Meer von rattengelben Augen, vor dir die beiden Polizisten, die noch weiterlaufen und auch du stehst schon in diesem Teppich der Ratten. Ich gehe denen langsam hinterher, aber jetzt verteile ich schön das Chemiezeug um mich rum beim Gehen. Du bist langsamer, verteilst es.
Du, Inspektor Lawson, hast endlich die Leichen erreicht und auch du, Constable Kane, bist direkt hinter ihm. Du schlitterst dich ein, stellst den Kanister mit den Chemikalien ab, schraust ihn auf und dann seht ihr es direkt vor euch. Die Bäume bewegen sich im nicht vorhandenen Wind. Jetzt ist es unübersehbar. Die Wipfel der Bäume schmiegen sich. Einige Äste bewegen sich langsam und knorrend auf und ab. Sogar die Büsche scheinen zu zittern. Und in der Rinde eines der größeren Bäume taucht ein Gesicht auf. Es taucht wie unter Wasser, taucht es auf und die Rinde verformt sich und ihr seht ein Gesicht, das sich drin formt, das aussieht wie dieses Fresko des grünen Mannes. Die Haare wie Efeuranken, der Mund voller scharfer Zähne, der Bart wie aus Lianen und es bleibt nicht bei einem Gesicht. Das Gesicht streckt sich richtig heraus aus dem Baum und danach folgt eine Schulter und ein ganzer Arm und ihr seht einen Mann aus diesem Baum heraussteigen, die Haut borkig wie Rinde, die Arme wie zähe Lianen, die sich über den Boden schlängeln, nach vorne hin spitz werden, aufteilen in mehrere und über den von Kadavern übersäten Boden auf euch zuschlängeln. Also er steigt komplett heraus aus diesem Baum und die Arme am Boden und die werden zu Lianen und schlängeln sich auf euch zu. Ich werfe den Kanister um. Jetzt nochmal eine Stabilitätsprobe. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich den von da, wo ich bin auch? 79. Nicht geschafft. Du nicht, nein. Okay. Auch nicht geschafft. Wer es nicht geschafft hat, verliert. Und jetzt wird spannend. 1W8 Punkte Stabilität. 7. 3. Wir dürfen die Karten mischen. Ein Anfall von Wahnsinn im Spielverlauf. Oh, wie ich mich immer darauf freue. Oh. Yay, ein verrückt gewordener Inspektor. Ah, bitte stirb, bitte stirb, bitte stirb. Erinnerungslücke. Du hast keinerlei Erinnerung an irgendetwas, das du innerhalb der letzten 6 Stunden geschehen ist. Du hast keine Erklärung dafür, wie und warum du überhaupt hierher gekommen bist. Die Störung dauert 1W10 Runden an. Du erinnerst dich nur daran, wie du losgefahren bist in Oxford. Und jetzt stehe ich mit einem Reinigungsanzug vor mir, ein Kanister mit Chemikalien und ein Baummensch steht genau vor mir. Mhm. Ja, ich sehe das. Also, du hast ja gerade den Kanister fallen gelassen. Ich verteile. Inspektor! Lauf! Finden Sie! Ich bin so perplex. Vor mir steht ein Gebilde, das ich mir nicht erklären kann. Mit nichts. Und dann sagt meine Kollegin, ich soll laufen? Aus dem Wald! Und ich habe schon mein Streichholz. Du siehst als erstes, wie diese über dem Boden zuckenden Lianen Inspektor Lawson erreicht haben und sich in sein Fleisch bohren. Du nimmst 7 Punkte Schaden. Uff. Also auch du siehst schwere Wunde und spürst, dass sich Äste, dicke, spitze Äste, 2, 3 davon gleichzeitig in dein Fleisch bohren. Ah, ich schreie auf. Abigail Hart, du hörst jetzt einen lauten, schmerzerfüllten Schrei aus der Richtung, in der die beiden Polizisten verschwunden sind. Ich lasse das Streichholz fallen. Ich fummel mit meinen Streichhölzern rum, zitternde Hände, zünd es an, schnips es weg und renn Richtung Waldrand. Du zündest deine Chemikalien an und sofort gibt es eine Stichflamme und Die Spur, die du gezogen hast, geht in Flammen auf. Und dann läufst du zum Waldrand? Ja, irgendwie so schräg, dass ich möglichst nicht da rauskomme, wo die Ratten warten, sondern irgendwie so leicht versetzt davon. Okay, dann läufst du. Und Constable Kane, auch du hast Chemikalien verteilt, überall am Boden, wirfst dein Streichholz und auch jetzt
Du siehst plötzlich eine Stichflamme rund um dich, auch überall, wo du sie verteilt hast. Alles geht in Flammen auf und ihr hört jetzt auch so ein ätzendes Zischen. Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt fressen sie sich rein, die Chemikalien. Und plötzlich ist es hell erleuchtet, der Wald. Aber nicht dort, wo dieser Baumann steht, denn den hat noch niemand getroffen. Aber du hast jetzt einen wertvollen Moment, um etwas zu tun. Um dich loszureißen, wegzutorkeln. Auch dieser Baumann ist kurz abgelenkt. Irgendetwas kannst du tun. Die Chemikalien, die ich hingestellt habe, sind jetzt umgeworfen, sind die ausgeräumt? Nein, die stehen noch dort. An die kannst du dich nicht mehr erinnern. Du hast keine Erinnerung, was du mit diesen Chemikalien zu tun hast. Du weißt nur, etwas ist vor dir, das du dir nicht erklären kannst, aber es hat dich angegriffen. Du spürst den Schmerz. Ja, ja. Du weißt, wie man sich verteidigt. Also du kannst laufen oder Kann ich das einschätzen, dass ich mich losreißen kann? Oder sind die Wurzeln komplett um meine Füße? Du kannst dich losreißen. Also du hast jetzt die Chance, dich loszureißen. Das geht. Okay, dann probiere ich das. Natürlich, instinktiv versuche ich so schnell wie möglich Es ist eine, du musst eine Stärkeprobe schaffen und okay, bist frei. Test ich. 40. Normaler Erfolg. Sollte geschafft sein, ja. Okay, ich habe mich losgerissen. Ja, eigentlich kann ich gehen, kann ich rennen oder sind meine Füße? Ich habe eine schwere Wunde. Also du hast eine schwere Wunde, das bedeutet, du hast bei der Konstitutionsprobe, um schnell genug zu rennen, den Strafwürfel, aber du kannst dich bewegen. Okay. Hinter dir steht Constable Kane, von den Stichflammen halb verdeckt. Und du rufst dir zu, weg hier! Ich kann mir das noch immer nicht erklären, aber ich weiß, ich muss fliehen, ich muss fliehen. Also renne ich einfach weg, ohne dass ich irgendwie verstehe, was hier abgeht. Ja, also renne ich weg. Constable Kane, du siehst, Inspektor Lawson rennt an dir vorbei, überall läuft im Blut herunter, er atmet schwer und ist sichtlich langsamer. Ich reiß den Anzug dort auf, wo meine Pistole ist, schnapp mir die Pistole und schieß Richtung Container, Richtung grünen Mann. Eine Probe auf Schusswaffen. Irgendwie erschwert, weil ich versuche gezielt den Container zu treffen. Ja, du brauchst einen schwierigen Erfolg. Du möchtest, dass er leck schlägt, dass es ausläuft und ja, am besten, dass es sich mit entzündet. Ja, das möchte ich. Einen schwierigen Erfolg. Also 27 oder drunter. Kein Glück. Constable Kane, you can do it. 31. Oh, 4 daneben, wie ärgerlich. Also, ich habe getroffen. Getroffen hast du. Ein Schuss bellt durch den Wald. Die Kugel schlägt ein in den Kanister. Sie streift den Kanister und es läuft auch ein bisschen was aus. Allerdings nicht in der Nähe des Feuers. Man müsste diesen Kanister nochmal eigenständig anzünden. Durch dieses Rinnsal, das da rausläuft, um ihn in Brand zu stecken. Ich renne. Ich weiß nicht mal, dass da ein Kanister ist. Ist der grüne Mann dazwischen? Der ist in der Nähe des Kanisters, der ist vom Feuer zurückgewichen. Dann laufe ich hin und wirf noch ein Streichholz. Whisky. Du läufst hin durch die Flammen und möchtest das Streichholz werfen, da würde ich dann eine Geschicklichkeitsprobe verlangen. Geschicklichkeit? Habe ich 70. Geschafft. 56. Geschafft. Du läufst hin, entzündest das Streichholz, wirfst es in die Richtung. Du glaubst, du hast es was fehlt, aber es hat doch gereicht, da schon so viel von den Chemikalien ausgelaufen sind. Und mit einer Stichflamme entzündet es sich, geht über auf den Kanister und mit einer Explosion wird der Kanister in die Höhe geschleudert. Es gibt eine mächtige Stichflamme. Du spürst nur noch Hitze vor dir. Und machst bitte eine Konstitutionsprobe. 10. Extremer Erfolg, ne? 10. Du hast dich, torkelst etwas zurück, bist in dem Schutzanzug, du hast eine polizeiliche Ausbildung genossen, du reagierst instinktiv und das alles trägt dazu bei, dass du das wegsteckst. Dass du diese Stichflamme, in der du nicht direkt stehst, aber all diese Nachwehen davon wegsteckst, ohne Schaden, nur ziemlich benommen, zurücktorkelst. Und was möchtest du jetzt tun? Sehe ich den grünen Mann noch? Du siehst ihn im Moment nicht. Dann laufe ich. Drehst dich um, läufst. Abigail, du hast den Wald erreicht.
brichst aus den Bäumen auf die Wiese, keuchend blickst dich um und augenblicklich hörst du Fiepen, siehst gelbe Augen und siehst ein Heer aus Ratten über die Hecken klettern und vom Haus her auf dich zukommen. Dann gehe ich wieder 3 Schritte zurück, bis ich wieder so einen Schritt hinter der Baumgrenze stehe. Dann versammeln sie sich vor dir, wie eine kleine Armee. Du hast ihnen gerade die Zeit gegeben, die sie brauchten, um aufzuschließen. Und jetzt sind sie alle vor dir in diesem Wald und kommen auf dich zu. Dann gehe ich noch einen Schritt zurück. Okay. Trauen die sich unter die Bäume? Du gehst noch einen Schritt zurück und ein paar davon springen dich an. Extrem schnell. Dann möchte ich ausweichen. Ja, mach eine Probe auf Ausweichen. Nein, ich weiche nicht aus. Oh. Ach nee. Es sind ziemlich viele. Du bist direkt bei der Baumgrenze gestanden, nur 1-2 Schritte langsam zurückgegangen, wolltest es austesten und ein Rudel aus 10 bis 15 Ratten hat deine Beine erreicht. Okay. Klettern dran hoch, zerfetzen den Anzug der Reinigungsfirma, verbeißen sich, du fühlst Blut deine Wade hinablaufen und du nimmst 6 Punkte Schaden. Das ist eine schwere Wunde und ich bin auf 0. Genau auf 0? Ja. Immer die Marine und die Ratten. Ja, immer, jedes Mal. Jedes Mal. Also noch bist du im Spiel. Ihr beide lauft zum Waldrand und ihr seht Abigail Hart, die dort bewusstlos, blutend am Waldrand etwas drinnen in der Baumgrenze liegt und von Ratten überflutet ist. Ich renne hin und nehme irgendeinen Stock und schlage nicht auf sie. Aber danke. Ich versuche die. Du verscheuchst die Ratten. Ich versuche die Ratten. Du läufst hin, verscheuchst die Ratten und du siehst aber, dass sie sich zurückziehen. Jetzt, wo sie da liegt, bewegungslos, die Ratten ziehen sich zurück. Habe ich die kleinen Flaschen mitgenommen? Ja, die hattest du verstaut. Dann schraube ich eine auf und wirf die nach den Ratten. Nach den Ratten, ja. Ja, sie schlägt am Boden auf, die Chemikalien, was immer da drin war, verteilt sich etwas über den Boden. Ratten quieken, weichen aus. Und ich werfe noch ein Streichholz nach. Okay, mach einen Glückswurf. Glücks oder werfen? Glückswurf. Glück ist besser. Besser für mich. 51. 6. Nein, nicht geschafft. Oh. Was immer da drin war, ist nicht entzündlich. Streichholz geht einfach aus. Und ihr seht, Abigail Hart ist in einem kritischen Zustand. Sehe ich irgendwelche offenen Wunden, die ich zudrücken kann oder irgendwie mit. Ja, also sie blutet extrem aus den Beinen. Also die Ratten haben sich da so reingebissen, dass sie offenbar eine Schlagader erwischt haben. Also das ist wirklich kritisch. Erste Hilfe? Ich reiße meinen Ärmel ab und. 10. Ich hatte Erste Hilfe, extrem Erfolg. Ja, extrem danke. Erfolg. Danke. Okay. Danke. Das reicht. Du reißt dir Teile deiner Kleidung ab, bindest die Stelle ab. Die Schlagader und Abigail Hart ist stabilisiert und bekommt einen Lebenspunkt zurück. Yay. Wieder auf 1. Juhu. Durch den extremen Erfolg, wenn du möchtest, kannst du auch wieder bei Bewusstsein sein, sodass du rudimentär handeln kannst. Ich möchte dir das jetzt nicht nehmen, indem okay. Ich dich einfach zur Bewusstlosigkeit verdamme. Wir müssen zum Auto. Constable, danke. Los, steh sie auf. Ich zerr sie an den Beinen. Ah, Inspektor, die Ratten! Sie lauern am Waldrand! Wie sollen wir da durchkommen? Welche Ratten? Diese Viecher? Ja, ist doch egal. Los, gehen wir! Was passiert hier eigentlich? Inspektor? Sehen Sie die Ratten nicht? Sie lauern am Waldrand! Sie lassen uns nicht raus! Tatsächlich siehst auch du jetzt viele, viele gelbe Augenpaare am Waldrand in der Wiese auf euch zu. Kommen und euch anstarren. Ich baue mir eine Fackel. Ich nehme mir einen Ast, wickel Kleidung drumherum und hol mir Feuer von dem Chemikalienfeuer, das wir gelegt haben. Die sind weit hinter uns. Da müsstest du wieder ziemlich weit rein. Ja, dann mache ich das. Wir müssen zusammenbleiben. Du läufst zurück. Constable Kane dreht sich um, läuft hinein in den Wald. Überall riechst du beißenden Rauch. Aber du hast ja die Maske immer noch auf, bahnst dir einen Weg durch das Feuer. Es ist ziemlich heiß. Du suchst dir nur die ersten Flammen.
Schaffst es zu entzünden, was immer du entzünden möchtest, kannst es in Chemikalien auch noch tauchen, dass es viel, viel stärker brennt. Und mach doch mal eine Probe auf verborgenes Erkennen. 34. Das ist geschafft, das ist fast ein schwieriger. Dann siehst du gerade noch rechtzeitig, wie sich eine spitze Liane über den Boden auf dich zuschlängelt. Ich lauf. Mach bitte eine Konstitutionsprobe, um festzustellen, wie schnell das ist. 88. Nicht geschafft. 85. Hat leider nur 70%. Du drehst dich um, du läufst. Du weißt nicht, ob du schnell genug warst oder ob irgendetwas anderes dazu geführt hat, dass du nicht getroffen wirst, aber du schaffst es aus den Einflussbereich dieser über dem Boden zuckenden Liane. Du siehst aus den Augenwinkeln noch eine andere dieser beweglichen Lianen, die Feuer gefangen hat und die herumzuckt und sich schüttelt wie unter Schmerzen. Und du siehst auch, wie all die Bäume sich schütteln, als würden sie sich zusammenziehen ringsum. Und dann bist du mit deiner Fackel wieder am Waldrand bei den anderen beiden. Damit können wir sie vielleicht vertreiben. Vertreiben Sie sie. Dann nehme ich mir auch einen Ast und zünde meinen Ast an deinem Ast an. Das brennt nicht ohne die Chemikalien. Wenn du einen Ast anzündest, der brennt nicht. Der ist nicht so als Fackel zu benutzen. Versuch okay, das mal in echt. Dann lasse ich den Ast wieder fallen. Das funktioniert nur, weil sie die Chemikalien dazu... Das funktioniert nur im Film, sowas. Ja. Ich hebe hart auf jeden Fall auf, stütze sie und lasse Kane vorgehen. So schleppt ihr euch wohin? Zum Auto. Fackel, Pistole. Funktioniert das überhaupt mit der Fackel? Kann sie die Ratten vertreiben? Ja. Wenn nicht, dann bleiben wir im Wald. Das ist ein Manöver. Das handeln wir auf Handgemenge ab. Mit der Zielsetzung, die Ratten auf Abstand zu halten. Das bedeutet, du bist immer dort, wo sie herkommen, hüpfst herum, hältst ihnen die Fackel ins Gesicht. Dazu müsstest du eine Probe Handgemenge schaffen. Also kann ich das machen mit einer Hand die Fackel und mit der anderen die Pistole? Kannst du tun. Okay. Handgemenge habe ich 25. Grundchance. Weil kann man nicht ein bisschen immer noch ein paar Punkte nein, über die Polizeiausbildung nein, und so. Nein. Grundchance ist Grundchance. 7. Wirklich eine 7? 7. Das ist ein extremer Erfolg. Nein, das ist Ausweich, würde ich sagen. Ja, aber 3 war ein extremer Erfolg. Aber es ist ein schwieriger Erfolg. Ja, okay. Jetzt gebe ich Ruhe. Also ihr schafft das. Du, Inspektor Lawson, stützt Abigail hart. Du bekommst es auch noch so halb mit. Die ganzen Ratten hängst an seiner Schulter und ihr schleppt euch zu eurem Wagen, während Constable Kane um euch herum flitzt mit der Fackel, wo die Chemikalien oben sind und die Ratten nach den Ratten wedelt. Teilweise welche trifft, die Fiepen zur Seite springen und euch so genug Zeit verschafft, dass ihr alle in den Wagen könnt, die Türen schlagen zu und sofort wimmeln Ratten über den Wagen. Also sie versuchen seitlich hochzuklettern und ihr seht ein paar auf der Windschutzscheibe. Ich mach die Lüftung zu. Inspektor, treten Sie aufs Gas. Du startest den Wagen, wendest und gibst Vollgas. Durch diese Ratten, ihr hört ein Knirschen, ein paar werden erwischt, dann seid ihr auf dem Weg und so schnell ihr könnt bretterst du runter den Feldweg, weg von der Hütte, weg von den Ratten und hinter euch seht ihr mittlerweile eine große Flamme über dem Wald. Also die Bäume brennen und Rauch bildet sich darüber. Ihr fahrt nach unten ins Dorf, brettert durch das Dorf und jetzt kommen euch... Es gibt nur eine Straße von Muscogee und ihr seht in einiger Entfernung, dass jetzt die gerufenen Einsatzwagen, die Verstärkung nach Muscogee kommt. Und ihr seht Sirenen, Blaulicht, offenbar haben die auch den Brand bemerkt und werden schneller. Was wollt ihr tun? Ihr könnt, wenn ihr wollt, ihr könnt dem Ganzen ausweichen. In Muscogee habt ihr noch ein paar andere Straßen, die könnt ihr umfahren. Dann könnt ihr quasi, wenn die da sind, auf der anderen Seite raus und weg, wenn ihr das wollt. Ihr könnt sie aber auch ganz offen und im Empfang nehmen, die Sache klären. Überlasse ich jetzt ganz euch. Ich würde ausweichen, damit sie so schnell wie möglich rauf können. Wir haben die gerufen.
Bürgermeister hat sie gerufen eigentlich. Das weißt du nicht mehr. Ja, stimmt. Mittlerweile, also in der Zeit, wo du runterbretterst, kommst du wieder zu dir und die Erinnerung kommt wieder. Wow, ich hatte ein Blackout, wow. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Die Verstärkung, wir sollten ihnen das sagen mit den Chemikalien. Was wollen sie denen sagen? Die werden sie genauso verrückt halten wie wir. Wie alle anderen auch, ja. Bin ich auch dafür. Nein, ich würde ihnen nur sagen, dass in Chemikalien waren, die sich entzündet haben. Aber lassen wir die Arbeit machen. Wir haben unseren Teil getan. Können Sie mich in ein Krankenhaus bringen? Ja, könnte ich auch gebrauchen. Dann lenkst du den Wagen in eine Seitenstraße, bis die ganze Kolonne vorbei ist, kommst dann am Ende von von Maskopi, biegst wieder auf die Hauptstraße vorbei an diesem Parkplatz und wieder über die Hügel die einzige Straße zurück nach Appleford, wo ja am Stadtrand das Krankenhaus anzufinden ist, wo auch Mr. Gertine residiert, dem ihr, wenn ihr wollt, erzählen könnt, wie die Sache für euch ausgegangen ist. Dann kommt ihr dort an, ihr werdet versorgt, Abigail Hart wird sofort versorgt und so kann das Abenteuer jetzt für uns enden. Alles, was ihr seht, was ihr zurückgelassen habt, ist ein lichterloh brennender Wald. Ansonsten habt ihr mit keinen der Personen dort auch in Lucy's Bed and Breakfast mehr gesprochen. Wissen wir also nicht, wie das ausging oder was die Einsatztruppe vorfindet. Ihr habt jedenfalls überlebt. Überlebt. So viel kann man sagen. Und wisst nicht so wirklich, ob ihr dieses Übel jetzt beseitigt habt oder nicht. Ihr habt zumindest euren Plan in die Tat umgesetzt und vollbracht, was Mr. Gertine bis jetzt nicht gelungen ist, nämlich den ganzen Wald anzuzünden. Den grünen Mann direkt habt ihr nicht mit Chemikalien übergossen und angezündet, der war immer nur nebenbei, den habt ihr in keinster Weise getroffen. Es bleibt also herauszufinden, ob er besiegt ist oder wiederkommen wird. Ja, schwer zu sagen. Und so werden wir diese Runde hier beenden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist ja eigentlich schon eins meiner Lieblingsabenteuer. Triple Trouble ist wirklich eins meiner Lieblingsabenteuer. Ich finde, es ist nicht großartig schwer zu leiten. Es ist überschaubar und hat aber dennoch so das kulturide Etwas, das einfach genügend unerklärliche Dinge, genügend gefährliche Dinge einem da entgegengeworfen werden. Ich denke, wir werden eine kurze Nachbesprechung gleich machen. Hier anschließen. Es ist ein eher kurzes Szenario, so viel gibt's da nicht. Also beginnen wir mit dem Einstieg. Wenn ihr das Abenteuer ebenfalls spielen wollt, werdet ihr bemerken, dass ganz am Anfang drei mögliche, ich glaube es waren drei, Optionen vorgestellt werden, den Einstieg zu gestalten. Der erste, herkömmliche, normale, wäre, dass ihr alle Teile der Reinigungsfirma und der Filmcrew spielt, vom Bürgermeister dorthin geschickt werdet und nach entdeckt, was hier los ist. Der zweite sind Polizisten, die bereits ein Verschwinden von Personen hier aufdecken müssen. Da hat also der grüne Mann schon zugeschlagen, weil Mr. Gertine schon zu lange im Krankenhaus ist. Und der dritte wäre so eine Vereinigung von Historikern, Geschichtskundigen, die wegen der alten Kirche hier sind, um zu sehen, ob man die wieder restaurieren kann, ob die nicht ein Denkmal ist, das viel wertvoller ist, als man denkt. Und dann quasi über die Kirche, über die Ratten in der Kirche, hinter der Kirche in der Scheune hättet ihr auch dann viele Säcke mit Korn und so weiter gefunden. Zumindest in meiner Version der Geschichte, wo ihr gesehen hättet, dass hier jemand die Ratten scheinbar füttert, dafür sorgt, dass es hier genug gibt. Und ja, wir haben den Polizisteneinstieg gewählt. Und bei meiner Version war es die Reinigungstruppe und die Filmcrew, die vom Einstieg Nummer 1, die ihr Leben lassen musste und mit dem grünen Mann hier konfrontiert wurde. Ansonsten gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ne? Ihr habt halt, ihr müsst halt ankommen, ihr müsst die Ratten entdecken im Wald, könnt das Haus durchsuchen, die Chemikalien
und müssen dann halt Erkundigungen einholen in Appleford. Und da haben wir eigentlich ziemlich alles durchgemacht. The Golden Ram, den Fletchers, wo ihr das hört, Museum, Krankenhaus, mit Cortin habt ihr gesprochen, da habt ihr eigentlich nichts ausgelassen. Bürgermeister habe ich hinzugefügt. Ich hätte auch gelten lassen, hättest du ihm das gesagt, was hier los war, hätte er sich überzeugen lassen und hätte dann quasi zugestimmt, dass, wenn ihr das alles abbrennt, dass ihr eine Erklärung aufsetzt, die ihr unterschreibt als Polizei, dass es ein Leck im Gastank gab. Der hätte das geglaubt. Der hätte das mit dem grünen Du hättest ihn überzeugen können, ja. Du hättest es ihm erzählen können und du hättest ihn dann mit einem Wurf überzeugen können. Wirklich? Dann hätte er das geglaubt, weil es schon so viele Geschichten gibt in dieser Gegend. Aber er hat nichts gewusst, nichts vom grünen Mann. Er hat nichts gewusst. Du hast es ihm auch nicht gesagt. Er hatte in dieser Geschichte auch nicht die Chance, dass er jemals mit etwas Handfestem konfrontiert wurde, um ihm zu sagen, hier sind Leute gestorben, die sind vertrocknet, mumifiziert, die hatten Einstiche. Die sind von Bäumen gefressen worden und das hätte er geglaubt. Wenn du es nicht genau so formuliert hättest, hätte ich dir eine Probe zugestanden, auch für das Zwischenmenschliche überzeugen. Und dann hätte er das geglaubt, ja. Ich hätte auch eine Version vorbereitet, wo ihr quasi dann zusammenarbeitet, um zu vertuschen, dass ihr Hütte, Wald und alles andere abbrennt. Und so quasi, dass es Gastank in der Hütte explodiert und unglücklicherweise ist das Reinigungsteam dem zum Opfer gefallen. Mhm. Glücklicherweise war Mr. Gertin außer Haus, gerade im Krankenhaus und so weiter und so fort. Wäre auch eine Idee gewesen, die ich vorbereitet hätte. Hätte es in Muscovy noch irgendwelche Leute gegeben, die was gewusst hätten oder hätte man da quasi Verbündete finden können? Nein, das ist hier nicht vorgesehen. Also ihr habt wirklich alle Stationen abgeklappert, die das Abenteuer vorgibt. Ist, wie gesagt, ein kurzes Szenario. Es wurde, glaube ich, im Original auch für eine Convention einfach für 2 Stunden spielen oder so entworfen und dann halt zum Anlass des Gratis-Rollenspieltags ins Deutsche übersetzt. So, was ist mit diesen Ratten? Warum wollten uns die Ratten töten? Das war so eine Idee in dem Abenteuer. Das ist vielleicht ein bisschen amerikanisches Cthulhu, dass öfter Dinge passieren, ohne dass sie hundertprozentig erklärbar sind. Die Idee war, dass diese ganzen Ratten sich zusammentaten, um euch da reinzubringen, sodass ihr quasi die Menschen vom grünen Mann gefressen werden und dass die Jagd auf die Ratten aufhört. Dass die sie quasi zusammenschließen, damit der Rattenfänger sie nicht länger tötet und dort aufhängt, sondern dass andere dran glauben. So dass die gespürt haben, instinktiv, dass da etwas ist und was es will, weil sie auch schon sehr lange hier leben und sehr alt sind. Und das war dann so, dass die wollten euch im Wald wissen. Und die wollten, dass der grüne Mann euch liebend frisst. Also, dass ihr noch nicht, dass ihr noch attraktiv seid, ne? dass er quasi euch jagt, euch angreift und drum opfern, ja. Haben sie aufgehört, sobald Miss Hart bewusstlos war. Das war so die Idee. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das eine gute Idee ist oder nicht, aber das ist die Idee des Abenteuers mit den Ratten. Und es ist am Ende halt einfach auch ein guter Effekt, um noch zusätzlich Spannung aufzubauen und zusätzlich noch eine wirklich, wirklich schwierige Situation zu schaffen. Denn den grünen Mann an sich habt ihr nicht getötet. Ihr habt nur die Bäume abgebrannt. Also der lebt noch. Ihr hättet ihn tatsächlich mit den Chemikalien überschütten müssen. Der hat Lebenspunkte. Und wenn der stirbt, durch Gewalteinwirkung, durch Feuer, durch was auch immer, dann ist es weg, ist er verbannt und der Wald ist wieder friedlich. Ihr habt nur die Bäume angezündet, das bereitet ihm Schmerzen, das wirft ihn zurück, das betäubt ihn etwas, aber verbannt ihn nicht. Jetzt bin ich so heroisch nochmal reingelaufen, so quasi. Ja, du hättest ihn anzünden müssen. Auch auf ihn schießen. Eure Waffen waren jetzt nicht schlecht, auch das hätte nach einiger Zeit zum Erfolg geführt. Wie gesagt, im Hintergrund, ja. Hat er auch nur Lebenspunkte und kann besiegt werden. Oder eher verbannt. Und das ist, also die Chemikalien an sich bieten halt eine gute Möglichkeit, das zu tun. Eigentlich auch eine ziemlich offensichtliche, den einfach abzubrennen.
Und daher kann man mit den Ratten das Ganze ein bisschen steigern. Man kann ihn auch in der Hütte angreifen lassen durch dieses Gemälde. Also wenn alle zum Beispiel sich in der Hütte verschanzen und dort warten, die Nacht aussitzen, sehen, was passiert, kann dieses Gemälde zum Leben erwecken und Ranken ausbilden, die durch das ganze Haus können. Und dort kann er dann, er manifestiert sich quasi durch das Gemälde und er kann sich in weiterer Folge auch durch jedes Fresko und Abbild von ihm in Maskubi manifestieren. Also er kann auch, wird in der Kirche, können auch dort die Fresken zum Leben erwachen und nach euch greifen. Nur die können euch dann nicht aussaugen und fressen, so dass ihr auch wie mumifiziert aussieht, denn das können nur Bäume, da müssten lebende Bäume in der Nähe sein, die ihr dann befehligen kann. Aber das passiert nur in dem Waldstück. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man gegen den grünen Mann kämpfen kann. Ihr könnt dann natürlich diese Manifestation bezwingen, indem ihr drauf schießt, sie verbrennt, das Gemälde verbrennt. Aber auch das würde nicht zum Ende und zur Verbannung des grünen Mannes führen, sondern nur dazu, dass ihr entkommen könnt. So wie es jetzt auch bei unserer Geschichte war. Darum haben auch die Ratten nicht aufgehört, euch weiter zu jagen, weil die wollten euch da drin wissen. Auch, ja. Die wussten irgendwie, dass die Geschichte nicht beendet ist und der grüne Mann weiterlebt. Schön. Ja, ist ein Ausgang der Geschichte. Es wird nicht weiter thematisiert im Abenteuer, was das dann für eine Auswirkung hat in Maskubi und Umgebung. Ihr habt es geschafft. Ihr seid am Leben. Ihr verlasst diese Stadt. Und es gibt auch kein Folgeabenteuer dazu, dass das irgendwie weiter spinnt. Von daher ist das jetzt einfach das Ende unserer Geschichte. Ich habe noch ein Abenteuer, auch mit für Investigatoren mit Polizeihintergrund. Das könnten wir mal hier anschließen, wenn wir weitermachen wollen mit diesen Charakteren. Das würde sich dann aber nicht auf diese Geschichte und auf Maskubi beziehen, sondern ist wieder was Eigenes. Denn ja, ihr fahrt dann wieder zurück nach Oxford, wenn ihr euch gefangen habt, füllt die Berichte aus, versucht zu erklären, was geschehen ist. Oder auch nicht, überlasse ich dann euch. Und ja, werdet dann wieder an euer vorher geregeltes Leben wieder aufnehmen. Und daher, wenn ihr keine weiteren Fragen mehr habt, werden wir das Ganze jetzt hier beenden. Vielen Dank für die schöne Runde. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal.